Reich der südamerikanischen Inka-Indianer lebte einmal ein Botenmädchen, das hieß Malu. Sie war so flink wie der Wind, und das musste sie auch sein, denn ihre Aufgabe war es, Botschaften von einem Ort zum anderen zu bringen. Leider fiel es Malu schwer, sich alle Fakten und Zahlen zu merken, die ihr auf einem Botengang anvertraut wurden. Euer Hoheit, die Lamas wurden gezählt. Es sind genau 341, nein, 42, glaube ich. Wartet, oder waren es 423? Ruhe! Schrie der Kaiser ungeduldig, denn ihn ärgerten Malus ungenaue Berichte schon seit längerer Zeit. Deine Füße tragen dich sehr schnell, doch leider vergisst du ebenso schnell deine Nachrichten. Ich verbanne dich hiermit vom königlichen Hof, bis du gelernt hast, wie man sich Dinge besser merken kann. Arme Malu, nichts war ihr wichtiger, als Botenmädchen am Königshof zu sein. Ich bin verbannt worden. O Mama Lama, was soll ich jetzt bloß tun? Mama Lama streichelte Malu und wollte gerade einen Vorschlag machen, als plötzlich das Botenmädchen Nissa heraneilte. Da bist du ja. Ich habe gehört, was dir passiert ist. Aber keine Angst, ich kenne jemanden, der dir bestimmt helfen kann. Doch der Vorschlag klang nicht sehr vielversprechend. Denn Nissa kannte eine Hexe in Russland, die für ein paar Kartoffeln kurzen Prozess mit schlechten Gedächtnissen machte. Sie tauscht einfach nur das alte Gehirn gegen ein neues aus. Doch Malu hatte keine bessere Idee, und so begann sie, ihre Reisetasche zu packen. Vielleicht gibt es noch eine bessere Methode, Malu. Wo sind die Kartoffeln? Die darf ich nicht vergessen. Ich überlege gerade. Aber ich habe keine Zeit, Mama Lama. Wo sind diese blöden Kartoffeln? Vielleicht findet Malu hier, was sie sucht. Wie wär's, wenn du ihr dabei hilfst? Schade, dass sie nicht auf mich hört. Ich hätte da eine Idee. Hey, das Söhnchen hier in der Sonne. Malu griff nach den Kartoffeln. Hey, was ist los? Gönn mir doch mal eine Pause. Nachdem Malu den Kartoffeln ihre Not erklärt hatte, waren sie einverstanden, ihr zu helfen. Meinetwegen, wir wollten schon immer mal die Welt kennenlernen. Malu steckte die Kartoffeln in ihre Tasche und rannte los. Immer an der Westküste Amerikas entlang, bis nach Alaska und dann barfuß über die gefrorene Beringsee. Als Malu Tage später endlich das verfallene Hexenhaus erreichte, hatte sie leider schon lange vergessen, wen sie hier besuchen wollte. Wie war noch ihr Name? Moment mal. Doch noch ehe sie sich erinnern konnte, erklang in dem kleinen Raum ein schreckliches Gelächter. Wer ist da? Ach, wer auch immer das ist. Ich suche nach wem suche ich bloß? Weißt du denn noch, nach wem Malu sucht? Ach, bitte sei so lieb und hilf ihr, ja? Würde sagen, das Mädchen würde hier gut hineinpassen. Sie rennt so schnell wie ein Pferd im Galopp, doch ihr Gedächtnis ist alles andere als top. Das war ein kleiner Tipp, kapiert? Wer lacht wie eine Krähe? Eine Hexe? Na also, 10 Punkte für unsere Indianerin. Krächzte
erfasste die Krähe und landete auf Malus Schulter. Gut, dass du ihren Namen nicht mehr weißt, denn wenn du ihn gesagt hättest, ja, dann würdest du jetzt im Zauberkessel schmoren. Und schon erschien Baba Yaga, einen Jäger hinter sich herziehend. Wo bist du, Krähe? Schnell, versteck dich! Sie darf dich hier nicht finden! Malu und die Krähe versteckten sich und Baba Yaga warf den Jäger in den dampfenden Zauberkessel. Nein, bitte nicht! Au! Jemand hat mir gesagt, sie würde mir helfen, mein Gedächtnis zu verbessern. Ha! Da hat sich jemand einen üblen Scherz mit dir erlaubt. Aber ich sage dir, ich kenne einen Trommler in Ghana, der dir helfen kann. Lauf zu ihm, bevor Baba dich hier findet. Und schon flitzte Malu an der Hexe vorbei, die gerade dabei war, ihr Zaubergebräu zu würzen. Ah, wer war das? Doch Malu war schon über alle Berge. Und sie rannte weiter und weiter, 7 Tage und 7 Nächte lang. Und bei jedem Schritt sang sie: Ich finde den Trommler in Ghana. Ich finde den Trommler in Ghana. Um ihn bloß nicht zu vergessen. Völlig erschöpft erreichte sie das afrikanische Land Ghana. Als sie sich dort in einem Garten ausruhte, da vernahm sie einen wunderschönen Trommelklang, der sie sofort ganz tief in ihrer Seele berührte. Doch leider nur für einen kurzen Moment. Was war das bloß? Es war wunderschön. Sie durchsuchte den ganzen Garten, doch der Klang blieb verschwunden. Bitte hilf ihr dabei, den Trommler zu finden, aber sei vorsichtig und störe dabei nicht den schlafenden Anansi. Wer bist du? Ich heiße Malu, sagte Malu und war froh, dass der Trommler etwa genauso alt war wie sie. Sie erzählte dem Jungen, dass der Inka-König sie verbannt hatte und dass sie erst dann zurückkommen dürfe, wenn ihr Gedächtnis besser geworden war. Du hast bestimmt Heimweh, sagte der Trommler, und Malu nickte und begann leise zu weinen. Sie musste an Mama Lama denken, ihre einzige Freundin. Weine nicht, ich kann dir helfen. Und schon begann er damit, einen Rhythmus auf der Trommel zu schlagen. Hier in Ghana verwandeln wir alle unsere Geschichten in Rhythmen und dann lernen wir, alle diese Rhythmen auf der Trommel zu spielen. Das hilft dem Gedächtnis sehr. Hier, ich schenke dir ein paar von meinen Trommeln. Malu nahm die Trommeln und dann führte der Junge sie zur Meeresküste, wo er noch ein altes Kanu für sie fand. Denn obwohl Malu eine gute Läuferin war, so war sie jetzt doch sehr müde. Und die Trommeln waren schwer. Nimm lieber 2 Paddel mit, es ist sehr weit bis nach Peru. Ich danke dir, sagte Malu, als der Junge ihr Boot ins Meer hinausschob. Für Malu, die beinahe genauso gut paddeln konnte wie laufen, war die Überquerung des Atlantiks kein Problem und sie erreichte Brasilien schon nach wenigen Tagen. Der dichte Amazonas-Regenwald war schon ein größeres Hindernis. Denn auf einmal stürzte sich eine Horde aufmüpfiger Affen auf Malu und stahl ihr all ihre kostbaren Trommeln. Hey, gib mir meine Trommeln wieder zurück, ihr... Doch die Affen verschwanden im dichten Gebüsch und Malu erreichte Peru genauso ratlos, wie sie das Land einst verlassen hatte. Vielleicht war sie sogar ein bisschen klüger geworden, aber vergesslich, tja, vergesslich war sie noch immer. Oh, Mama Lama, ich bin einmal um die ganze Welt gereist und mir konnte kein Mensch helfen. So werde ich dem Inka-König nie wieder dienen können. Malu, hör mir endlich zu, ich habe eine Idee. Das Lama riss sich 3 Strähnen aus dem Fell und gab sie Malu. Hier, nimm diese schwarze Strähne. Und mache einen Knoten für jedes schwarze Lama, dem du begegnest. Das gleiche machst du mit der weißen und der braunen Strähne. Wenn du dann wieder einmal dem König Bericht erstatten musst,
dann wirst du die Zahl genau ablesen können. Malu war sehr erstaunt über Mama Lamas einfache, doch sehr wirksame Lösung des großen Problems. Und ob du's glaubst oder nicht, das System funktionierte. Von diesem Tag an war Malu nicht nur des Königs schnellstes, nein, auch des Königs zuverlässigstes Botenmädchen. Ihre Lama-Haarsträhnen wurden unter dem Namen Kipus im ganzen Inkaland bekannt und waren für viele Menschen eine große Hilfe. Denn du weißt ja, die einfachen Methoden sind meistens die besten.